Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Welt, und herzlich willkommen zu einer neuen News-Spezialfolge. Heute haben wir SV4-Scans und Gym-Promo-Scans und wir fangen mal an mit SV4 Paradox Rift, denn dort wurden jetzt die letzten Karten offiziell enthüllt. Und zwar haben wir hier ein Echnatol EX. Wie toll das ist, weiß ich nicht, aber es sieht okay aus, würde ich mal sagen. Genau. Dann machen wir weiter mit ein paar Item- und Trainerkarten, die ich noch mit reingenommen habe. Die restlichen normalen Pokémon eher nicht, denn ich will ja nicht alles spoilern. Wir haben hier den verfluchten Staubwedel, auch eine interessante Karte zumindest. Aber ich glaube, auch die wird vermutlich nicht so viel gespielt werden. Dann haben wir hier Norman, zwei Karten ziehen und dann irgendein Effekt. Und das gleiche trifft auch auf Fight zu, zwei Karten ziehen und irgendein Effekt. Beides Mal finde ich den Effekt nicht wirklich besonders, aber ja, was soll man sagen, es sind halt zwei Füllerkarten, würde ich mal sagen. Weiter machen wir dann mit den Gym-Promos oder Liga-Promos und da haben wir hier ein Saltigant EX, auch eine interessante Karte, aber eben auch hier würde ich... Keine Ahnung, ich bin irgendwie nicht so begeistert von diesen Karten, sagen wir es mal ganz ehrlich. Trotzdem ganz okay, besonders eben der Angriff finde ich in Ordnung. Und dann haben wir noch Moira hier, eine Trainerin, die hat auch jetzt ihre erste Karte damit bekommen. Ich vermute, dass Moira und Saltigant EX dann bei uns in SV5 enthalten sein werden, vielleicht davor noch in einer Spezialerweiterung oder so, aber in SV4 sind die jedenfalls nicht. Trotzdem hier wohl die beste Karte aus dieser Folge, denn die hat zumindest einen interessanten Effekt, den man vielleicht mit irgendwas kombinieren kann. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man die spielen kann, je nach Deck. Genau, das war's dann schon für dieses kleine Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann morgen eventuell mit einem Opening, wenn heute noch die Sachen bei mir ankommen. Oder wenn nicht, dann am Sonntag mit der regulären News-Folge spätestens. Also bis dann, ciao.